Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Es geht mal wieder los mit einer Runde Euro Truck Simulator 2. Und wir fahren heute den neuen MAN TGX 2020. Wie gesagt, er wird wahrscheinlich aus der Basis des Paymods sein, aber den gibt es ja nicht mehr. Und deswegen fahren wir den einfach mal durch Norwegen. Ja, eine wunderschöne Strecke habe ich mir ausgesucht. Und ich weiß, das ist euer Favorite, Lieblings-LKW, worauf ein Großteil der Community wartet. Und deswegen fahren wir den. Genau, Motor an, wir setzen uns rein. Wir können hier leider noch nichts richtig machen, aber komm, fahren wir. Ja, wenn eine Sache eingestellt wird und sich andere darauf stürzen, naja, dann gibt es natürlich immer wieder die Frage, und darauf möchte ich erstmal hinausgehen, das habe ich wahrscheinlich schon in einem anderen Video ein bisschen so anthematisiert, ja, sollte man den LKW denn trotzdem zeigen? Und ich habe für mich entschieden, ja, warum nicht? Die Paymod-Version ist ja jetzt Geschichte, aber wie gesagt, wo ich jetzt dieses Video aufnehme, ich habe ein paar Kommentare schon lesen können, aber ich gehe davon aus, dass es auf der Paymod-Version basiert, mit den typischen Fehlern, die man hier so vielleicht findet, aber man kann durchaus dieses Feeling, naja, hat man schon, dass man mit so einem neuen LKW unterwegs ist. Und wir freuen uns natürlich aber auch, dass SCS diesen LKW auch bald irgendwann ins Spiel bringt. Wir fahren den heute auch mit Mirror Cams. Anders kann man den auch gar nicht ausstatten. Das irgendwie, ja, passt zu den LKW wunderbar. Die einzelnen Anbauteile oder dass man da noch ein bisschen was rumbauen kann, das ist leider nicht möglich. Also da warten wir einfach mal, bis SCS den LKW bringt, und dann geht es los. Und ihr könnt auch jeden Fall unten reinschreiben, wann kommt der neue LKW. Und Däumchen auch nicht vergessen. Wie gesagt, wenn es jetzt so, jetzt grundsätzlich für den einen oder anderen, warum ich den jetzt zeige, weil ich denke mal schon, dass der Hans, guck aus der Luft oder wie auch immer, das heißt, schon fragen wird, ja, warum zeigst du denn das eigentlich auf Paymod? Ja, wird ja nicht mehr angeboten. Allgemein habe ich ja da so eine bisschen ablehnende Haltung, weil ich die Community nicht spalten möchte dadurch. Und ich immer wieder diese gleichen Diskussionen haben möchte, unter den Kommentaren. Warum zeigst du sowas? Bla bla bla. Ihr wisst es. Und oh, sieht das schön aus. Natürlich Pro-Mods bin ich unterwegs, ne? Und dadurch habe ich dann irgendwann mal entschieden, jetzt nicht so weit in den Fokus zu setzen. Wer natürlich das Geld hat, der kann gut und gerne sich ein Paymod natürlich besorgen. Ne? Also das ist jedem selbst überlassen. Aber grundsätzlich sollte man vielleicht solche Sachen nicht mehr unterstützen. Ich bin auf jeden Fall derjenige, also die Mod-Community oder die Leute, die Mods erstellen und dann Steam Workshop hochladen. Das sind für mich die, ich am liebsten unterstütze. So, aber er fährt sich ungemein gut, finde ich. Jetzt kommen wir ja gar nicht durch, oder was? Jetzt müssen wir ja erstmal warten. Hallöche. Gibt es halt mal einen Stau. Hätte jetzt den Grill richtig schön vorne schwarz gemacht. Das geht los, ne? Machen wir mal durch. Wir haben ja keine Spiegel, ne? Wir haben ja nur noch unsere Mirror Cams und. Oh! Denke ich ganz gut. Und ich glaube, ich hatte schon ein, zwei Umfragen, auf welchen LKW ihr denn euch am meisten freut. Da waren nicht nur der MAN TGX 2020 am Start, auch der Actros 2019, der Volvo, dann hatten wir noch den Scania, nee, den Scania nicht, den Iveco S-Way, und da muss ich wirklich sagen, der Iveco S-Way ist bei euch gar nicht so gut angekommen, also bei den Umfragen. Vielleicht will ja der eine oder andere da nochmal nachgucken. Bei der letzten Umfrage im Community-Bereich muss man aber jetzt ein bisschen hin und her
ja, scrollen. Das ist bestimmt viel, was man da sieht. Und schreibt es rein. Aber ich glaube, um die 50% war die Aussage der Leute, also 1000 Leute, die da mitgemacht haben, vielleicht sind es jetzt sogar noch mehr, die wollten eher die. Ich meine, ich glaube, kam der Mercedes. Jetzt schon fast sagen. Danach wisst ihr jetzt nicht mehr. Ford LKW, also Ford und Iveco waren, glaube ich, gleich auf, so in der Dreh. Aber ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen länger her. Ich glaube aber nicht, dass wir in der 1,44 schon den MAN kommen würden oder kommen werden. Wäre aber total nice, ne? Also, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ein 1,44, 45 werden wir Österreich Überarbeitung kommen und dann vielleicht auch an der auf den MAN. Ne? Warten wir doch mal. Wir werden mal schön durch Österreich prügeln. Finde aber die Sitzposition hier noch nicht optimal. Vielleicht ein bisschen tiefer setzen sollen. Was sagt ihr? Ich vielleicht ein bisschen hoch. Und der hat ja doch hier eine hohe Scheibe. Aber ist mal was anderes, ne? Klar, gerade bei den Zukunfts-LKWs, da gibt es ja auch einige, die ein bisschen in die Zukunft gehen. So, wir haben über 300 Kilometer. Oder haben wir noch so viele Kilometer jetzt? Das finden wir jetzt noch nicht, was wir fahren sind. Warte mal, kann es sein, dass ich. Oh ja. Ich bin falsch gefahren. Ich wollte eigentlich hier lang. Ich bin falsch abgebogen. Warum sagt mir das keiner? Ich wundere mich, es waren doch eigentlich nur 300. Ich wollte eigentlich eine andere Strecke langfahren, aber okay. Dann fahren wir die, die uns das Spiel eigentlich so im Vorfeld gegeben hat. Ja, morgen werden wir wahrscheinlich wieder einen Livestream machen. Da können wir auch gerne nochmal über den MAN reden, wenn ihr da ein paar Sachen habt. Dann kann ich es ja nochmal erläutern. Oder gerade wenn ihr das jetzt unter den Kommentaren hier geschrieben habt. Und würde mich aber auch wünschen, wenn ihr euch so über den Tag einfach mal ein paar Gedanken macht und wenn ihr euch Fragen stellt, einen Stift und einen Zettel oder euer Handy und da reinsprechen oder wie es heutzutage eine kleine Notiz und dann vielleicht im Livestream mal eine Frage stellen, worauf wir uns dann mal ein bisschen einschießen können. Ja? Oder mal ein bisschen diskutieren können. Warum nicht? Ja, noch mal was. Sieht doch schön aus. Ach. Herrlich. Jetzt bergauf hier. Ich habe hier diesen Auflieger, der hier so eine schöne LEDs hat. Man merkt man schon, hey. Hat das zu tun? Der Truck. Oh, ich dachte, der fährt mir hier rein. Also, ich hätte jetzt nicht machen können. Halt nur nicht an, ne? Ach, fein. Ah, ich hoffe, dass es für immer ändern, ja, mit dem LKW, also mit dem neuen LKW, wieder ein bisschen bergauf geht. So optisch jetzt, abgesehen von diesem Holz, der hier die Knöpfe. Ah, das ist ja nicht so mein Fall. Für die denn eigentlich ganz angenehm und. Boah, man muss ja dann nicht immer nur Scania fahren. Wir fahren ja ganz viel MAN, ne? Ja, nee, Quatsch. Ich versuche ja immer wieder ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber wird oftmals die Zeit hinzusetzen, deinen LKW rumzubasteln und auszuprobieren. Woche. Werdet ihr definitiv viel Abwechslung an Fahrzeugen? Ich nehme es ja hier auch am Sonntag auf, also weiß ich, was ich bis jetzt schon gemacht habe. Wir werden den, oder ihr habt den Volvo hier, so wie ihr den gesehen habt, noch die Mod-Version A5, den neuen Volvo. Den habt ihr gesehen, jetzt ja den MAN. Auch mal was Altes wird das
dann hier am Freitag geben. Darf 105 mal wieder eine Runde fahren. Da muss ich wirklich sagen, hat man wieder richtig Laune gemacht, mit so einem LKW unterwegs zu sein. Das macht auch hier gerade in Owingen richtig viel Laune, hier lang zu fahren. In Bergen hier hinten ist so ein kleiner Fluss. Man ballert jetzt nicht wie ein Geisteskranker hier die Straße lang, man muss ein bisschen aufpassen. Mal den Verkehr hier ein bisschen beobachten und die Straßen, die uns ja stumpfsinnige Fahren so ein bisschen abnehmen. Und auch ein bisschen rudern am Lenkrad, ne? Das sind hier Straßen. Sind vielleicht für den LKW-Fahrer, der das tagtäglich macht, mal eine kleine Abwechslung, aber wenn er will mal einen Kilometer machen. Hier. Ach komm. Alter, was habe ich denn hier? Oh, sieht das gut aus mit dem Fluss, oder? Ja, fast das Schild mitgenommen. Sieht echt gut aus. Jetzt ist weg. So. Insgesamt haben wir noch 145 Kilometer, das sieht eigentlich ganz gut aus, von der Zeit her. Und vielleicht, wenn ihr dieses Video gesehen habt, sehen wir nochmal. Wollen wir den LKW am Samstag nochmal zeigen? Vielleicht habe ich ja schon gemacht. Dann haut das einfach mal raus, dann könnten wir vielleicht auch mal eine längere Tour mit diesem LKW machen. Schreibt rein, welche Farbe, welche, vielleicht in Weiß oder in Schwarz oder hier, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen so Gelb noch gemacht. Oder gibt es vielleicht da ein paar Skins. Und dann fahren wir mal so eine halbe Stunde Tour. Und das machen wir auf Samstag. Eine Premiere draus. Das wäre doch mal was. Im Truck. Eine Premiere. Ja. Hätte ich jetzt eigentlich ja schon ein bisschen Lust. Naja, aber jetzt haben wir erstmal noch ein paar Kilometer vor uns. Schnell fahren. Ah, langsam rangefahren, sonst. Ja, ist ja immer das Problem. Dann fährst du da ran. Das Fahrzeug ist dann schon fast beim Stehen und dann. Naja, müssen wir beschleunigen. Das es wird Zeit, dass wir den LKW hier ins Spiel bekommen. Ja, ich mag ihn. Oh, Trondheim. Da müssen wir hin, nach Trondheim. Also es sind noch ein paar Kilometer. Merkt man hier, also die Bäume da hinten sehen aus wie so eine Palme. Gucken, was es sein soll. Machen wir mal 70 rein. Ich finde aber, die sind zu breit, die Camps. Kann hier gerade hier vorne so richtig sehen. Manchmal ganz schön verdeckt. Schmäler sein. Aber es ist nicht so schlimm. Also da fällt sie nicht so auf, wenn man hier einen ganz anderen Winkel dazu sieht. Aber wie jetzt? Der Zukunft zugewandt. Oh, schön. Ach, gerade hier mit diesem, was ich hier auch mal mit dem Scania reinbaue, diese Kamera hier vorne. Und ab wann bleibt die stehen? Ab wann bleibt die stehen? Bleibt nicht stehen. Die läuft immer mit, ne? Also die läuft jetzt wahrscheinlich immer so. Gut, also die hat einen guten Aus. Weil bei manchen Mods ist ja so, wenn der Spiegel oder zusätzliche Kameras, wenn du in gewisser Position mit deinem Kopf bist, dann bleibt das stehen, also gibt es ein Standbild. Warum ist das so? Um halt Ressourcen zu sparen. Weil was du nicht siehst, muss ja nicht bearbeitet werden oder muss irgendwie angezeigt werden.
Wie beim KI-Verkehr, wenn ihr mit der Flycam mal ganz schnell irgendwo hinfliegst und ganz viel Verkehr ist irgendwo und du kommst gerade nicht raus und du hast die Flycam aktiviert, dann fliegst du einfach mal ein Stück über die Karte und dann teleportierst du dich einfach rein. In den LKW sind die Fahrzeuge weg, weil, naja, du bist dann halt nicht sehen sollst. Da wo du bist, auch ja das angezeigt werden. Ja, so einfach ist das. Wo der LKW steht natürlich da, der ist aber nicht der Fixpunkt, sondern die Kamera, wo, auch wenn du bei der Flycam bist, das ist ja, sonst würdest du ja das Bild nicht sehen. Und das ist dann maßgeblich, um Sachen anzuzeigen. Ah, ist doch schön, guck an. Fetzt. Ja, in den Bergen langfahren. Ich fahre ja auf jeden Fall sehr gerne und wenn mich jetzt einer fragen würde, auf welches DLC ich denn da wirklich warte, dann glaube ich, wäre hier Skandinavien oder ergo Nordskandinavien DLC wäre aus meiner Sicht irgendwie schön. Also Balkan wäre auch schön interessant, aber da wird es ja so sein, dass es da eher so Probleme gibt mit der Grenzführung und, dass da noch irgendwelche Ungereimtheiten sein sollen oder deswegen hält sich SCS da noch ein bisschen zurück, was jetzt wirklich wahr ist. Will ich jetzt nicht bejahen oder sagen, das ist Quark, ne? Also kann durchaus möglich sein. Naja. Und das, was mit den Heart of Russia ist, da müssen wir sowieso erstmal warten. Da hat man von SCS auch schon lange nichts mehr gesehen. Die halten sich da definitiv sehr bedeckt. Und natürlich, wenn erst immer Informationen kommen und dann kommt gar nichts, auch wenn Lage eindeutig ist, ne, und man das irgendwie schon nachvollziehen kann, kommt definitiv irgendwann mal die Stimmen, was die dann fragen, ja, was ist denn? Wird es dieses Jahr noch kommen oder wird es verschoben oder ja, wie sieht es aus? Ne? Irgendwo muss das Team auch ihre Brötchen verdienen. Ne? Naja, alles eben einfach. Aber die Aktion mit den Flaggen und dass das Geld dann rübergeht, das fand ich auf jeden Fall sehr klar. Sehr klasse. So, die letzten Kilometer. Dann könnten wir ja durchaus mal mit dem LKW auch mal einparken. Mal sehen, wie ich das hinbekomme. Da wird ja wieder was. Aber ich muss auch sagen, der LKW wirkt hier in der gelben Farbe richtig gut. Ja, also steht hier fantastisch. Und jetzt sind wir in Trondheim. Ah, die einen oder andere Städte vom Namen her kennt man ja schon. Ne? Und da ist definitiv auch so ein Euro-Truck-Simulator-Spiel manchmal gar nicht das Verkehrte. Also, dass man geografisch da noch ein bisschen was dazulernt. Weil blöder werden wir definitiv dadurch nicht. So, hier abfahren ist nicht Abfahrt. Weiter. Nein, wollen sie uns alle überholen? Können sie ja. Ups, können sie nicht. Ach nee, jetzt hör auf, jetzt haben sie hier die Straße gesperrt. Das machen wir aber jetzt nicht hier. Büchchen. Weil wir hatten Hauptteil hier gemacht. Habt ihr das gesehen? Boing. Das war nicht so lustig. Er wollte bestimmt da ein Auto spawnen. Da stand aber hier Feuerwehr. Wieder ein Fehler. Naja, passiert. Geht ja keiner davon aus, dass der Maximus da durchfährt, ne? Würde er nie machen. Oh, herrlich. Oh.
So, willkommen in Trondheim mit dem neuen Mercedes, wollte ich schon sagen. MAN TGX 2020. Da kommt ihr hierher und dann fahren wir unsere Runde. Ja, hier oben, ihr seht schon, ne, das ist noch nicht alles hundertprozentig. Aber wenn der jetzt im Steam Workshop, auch wenn er jetzt so wäre, ja, im Steam Workshop, würde ich definitiv auch mal so eine Tour mit den Jungs gemeinsam machen. Ja, das definitiv. Ja, los, komm, Baby. Die! Und die Hupe hier wieder verbaut, wa? Eine Autohupe. Hier ein Tiertransport. Hier war ich doch schon mal. Ruhig. Hier bin ich schon mal lang gefahren. So, da vorne ist unsere Entladestation. Muss sie jetzt hier sein? Ach so, für so eine doofe Entladestation. Ah, habe ich schon weg. Wir machen es trotzdem. Da drin jetzt hier. Hier ist das jetzt. Da, das Tor ist das, ne? Muss ich erstmal um den Anhänger vorbei und dann. Warte mal, ich habe hier mein Kabel hier. Der stört mich. Sag mal, ich nehme mitlenkende Achse, das macht mir ja schon wieder total irre. Da muss ich noch mal gerade sitzen, aber da habe ich ja ganz vergessen, dass ich hier eine mitlenkende Achse habe. Geht ja dann deutlich schneller. Da lenkst du ein bisschen und dann. Kann ich klar. Ey, mit so einer mitlenkenden Achse. Ja. Oh, wieder zurück. Man könnte jetzt so anhalten. Puh, das ist ja. Also wir haben es beim ersten Mal geschafft. Sagen wir, halten wir das mal so im Hinterkopf, ne? Oh, jetzt sehe ich ja gar nicht mehr, wo das Ding ist. Ah, Eddie. Oh. Ah ja, nicht schön, aber selten. Das kann man schon mal sagen. Ja, wo? Raus. Und Abgabe. So, nicht verspätet, alles super. Und ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht, obwohl der noch nicht so richtig ausgereift ist. Und ihr könnt gerne mal reinschreiben, ob wir mit denen am Samstag eine Premiere bringen. Welcher Farbe, welche Orte wir vielleicht fahren. Schreibt es einfach mal rein, würde mich interessieren. Und vielleicht setze ich das eine oder andere um, was die meisten Stimmen hat. Jetzt bin ich erstmal raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Vielleicht kommen heute noch ein paar News. Mal sehen, was SDS so macht. Meistens ist immer Dienstag, weil ich lange arbeiten muss. Gucken wir mal. Bis dahin. Haut rein, macht's gut. Bye, bye.